Genau. Dazu, wie eben auch, rufen wir mal das Dashboard wieder auf, begeben uns quasi auch wieder zu unserem Kunden und oben unter dem Punkt Einstellungen gehen wir mal auf den Punkt Web Protection und Schutzrichtlinie. Gleiches Spiel wie eben. In der Schutzrichtlinie definieren wir jetzt quasi eine Richtlinie bzw. eine Policy, wie sich der Client zu verhalten hat. Unter dem Punkt Neu können wir jetzt zum Beispiel Webinar neu angeben und der basiert zum Beispiel auf der Standardrichtlinie von Desktop. Aber das passen wir jetzt eh gleich noch einmal komplett an. Genau, und hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen, beziehungsweise ich glaube, ich zeige Ihnen, nee, das mit den Speichern, die ich einmal vorbereitet habe, da sehen wir nämlich ein bisschen mehr. Und zwar ist das meine Webinar Workstation. Gleiches Spiel wie eben, bloß dass ich die schon einmal vorbereitet habe. So, das heißt, hier unter dem Punkt Allgemein kann ich halt sagen, wie soll ich die Web Protection verhalten? Es soll einem nur ein Bericht rauskommen. Das heißt, wenn ich den Haken ansetze, dann bekommt der Kunde nichts davon mit. Und ich bekomme halt hinterher nur einen Bericht zugesendet als Administrator, wo ich dann ja, darauf aufmerksam gemacht werde, Achtung, hier wurde was geblockt, bitte darauf anrichten. Die Blogseite an sich kann ich selber definieren. Das heißt, wenn was geblockt wird, dann wird eine andere Seite aufgerufen, wo ich einen Text hinterlegen kann, was jetzt gerade quasi aufgerufen ist oder was halt gerade quasi, ja, was halt gerade quasi passiert ist. Hier zum Beispiel, lieber Nutzer, der Aufruf Ihrer Seite, variable URL, das heißt, hier wird dann automatisch die URL eingetragen, die aufgerufen werden würde, wurde unterbunden, weil sie in die Kategorie, also variable Kategorie fällt und hat den Vertrauenswert von Reputation. Das heißt, hier kann ich mir einmal anzeigen lassen, warum, weshalb die Seite geblockt wurde. Bitte verbinden Sie sich mit dem MSP-Partner und ich habe das Algorithmus auch eingesetzt. Das ist relativ schlicht gehalten, weil das halt nur Text ist. Ich habe aber die Möglichkeit, über diesen Editor hier HTML einzupflegen. Das heißt, wenn Sie sich einmal die Arbeit machen, ein bisschen was im HTML zu designen, kann man das hier einfach reinpasten und ich bekomme dann letztendlich auch eine schön angezeigte Seite dann in meinem Browser angezeigt. Hier unten sieht man den Vertrauenswert. Das heißt, hier sieht man schon, der Wert ist jetzt auf 40 gesetzt. Alles, was jetzt über 40 ist, ist zum Beispiel jetzt erlaubt. Und ich kann diesen Regler quasi so dahin setzen, wie ich es halt zum Beispiel haben möchte. Das heißt, hier ab 80, alles ist vertrauenswürdig und alles darunter weiß man nicht, niedriges Risiko und alles, was darunter geht, ist dann halt schon verdächtig in die Richtung. Genau, in der Installationseinstellung kann ich hier zum Beispiel mein Branding setzen, also Deutschland, das ist unsere also Web Protection und auch die gleichen Zugangsdaten bzw. Kontaktdaten wie in Managed Antivirus auch. Unter dem Punkt Websicherheit kann ich halt definieren, wie jetzt zum Beispiel mit bestimmten Seiten bestimmten URLs und Webseiten umgegangen werden soll, die vielleicht nicht in einen Kategorienfilter reinpassen würden. Zum Beispiel, wenn erkannt wird, dass zum Beispiel Botnetze quasi versucht wird zu kontaktieren, wenn bestimmte bekannte Spam-URLs drin sind oder wenn zum Beispiel versucht würde, auf Proxy zuzugreifen, die halt keine Authentifizierung zum Beispiel notwendig haben. Die kann ich einfach alles blocken. Ich könnte es auch zulassen, aber der Sicherheit zugute soll natürlich erstmal hier alles geblockt werden. Genau. Und hier innerhalb des Kategoriefilters kann ich ja jetzt quasi jetzt sagen, welche Kategorien sollen denn jetzt geblockt werden und welche sollen aufgerufen sein, also welche darf ich aufrufen? Genau. Das heißt, hier kann ich erstmal hängen, zum Beispiel gesetzliche Haftung, erstmal pauschal alles raus. Also alles, was mit Drogen zu tun hat, Glücksspiel, Gewalt, das soll erstmal sofort alles geblockt werden. Dann haben wir hier noch die Kategorie der Produktivitätsverluste. Das heißt zum Beispiel soziale Netzwerke, Spieleseiten oder kostpflichtige Internetdienste soll geblockt werden. Und so kann ich halt hergehen und mir man quasi meine Kategorie oder beziehungsweise mein Regelment so aufbauen, wie ich es halt zum Beispiel bräuchte, um oder beziehungsweise wie es mein Kunde halt haben möchte und kann das halt so quasi aufbauen. Dann habe ich hier meine Whitelist. Das heißt, hier steht zum Beispiel drin Amazon,
verschiedene Schreibweisen, das heißt zum Beispiel www.amazon.de, guckt auch wirklich nur auf www.amazon.de, wenn diese Seite aufgerufen wird. Wenn ich aber mit einem regulären Ausdruck arbeite, also mit dem Ständchen amazon.com, wird dann halt auf die komplette davor stehende Domäne geguckt. Genau, gleiches auch für die Blacklist. Hier wird zum Beispiel .golem.de eingetragen. Innerhalb des Zeitplans kann ich nun definieren, wann und wie und meine Einstellungen quasi halt greifen sollen. Das heißt, blaues zulassen, graues blockieren. Und wenn ich jetzt sagen möchte, ja, Montag sollen die ruhig einmal zur Mittagszeit surfen dürfen, da könnte ich jetzt hier einfach mal hergehen mit einem Klick und sage, die dürfen jetzt zum Beispiel um 12 Uhr einmal surfen, aber den Rest der Zeit zum Beispiel nicht. Und außerhalb der Arbeitszeiten wäre es dann mir zum Beispiel egal. Genau. Bei der Bandbreitenüberprüfung kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte bitte informiert werden, wenn mein Nutzer zum Beispiel X Daten oder X Bandbreite überzogen hat. Zum Beispiel hier wäre es jetzt zum Beispiel bei 500 Megabyte. Wenn er die am Tag übertragen hat, beziehungsweise überschritten hat, bitte eine Meldung an den Administrator schicken. Kann ich natürlich auch ändern in Gigabyte und dann eine beliebige Zahl davor. Genau. Und dann hinterher aus dem Berichtswesen, das heißt, wenn ich zum Beispiel intern gehostete Seiten habe, die ich jetzt nicht unbedingt überwachen möchte, weil die beziehungsweise oder nicht aufgerufen werden möchte, kann ich hier zum Beispiel IP-Adressen eintragen, die dann aus dem Bericht rausgenommen werden wollen, weil die mich dann letztendlich nicht interessieren. Das heißt, hier kann ich interne IP-Adressen, ich kann aber auch externe IP-Adressen da eintragen oder URLs. Die werden dann letztendlich aus dem Berichtswesen rausgenommen, damit ich halt eine bessere Übersicht habe. Genau. Und diese Policy, wenn wir die gespeichert haben, nein, ich verwerfe die, damit das jetzt hoffentlich auch gleich funktioniert, nicht wie bei der Managed Antivirus. Begeben wir uns einmal auch wieder an den Punkt Einstellungen, Web Protection Einstellungen. Ein gleiches Spiel wie eben. Wir begeben uns auf Workstations, unseren Kunden und sagen hier ein und wählen dann hier unter Desktop quasi unsere Webinar-Richtlinie aus. Und das war's schon. Das heißt, mit dem Klick auf OK wird dann angefangen, die Web Protection auszurollen. Das heißt, wir begeben uns einmal wieder auf unsere VM und zusätzlich haben wir jetzt hier neben unserem Punkt Managed Antivirus haben wir jetzt hier das Symbol der also Web Protection. Das heißt, hier hat auch das Branding gegriffen. Sehr gut. Und sobald dieses Zeichen hier drin ist, funktioniert das die Web Protection und wir sind geschützt, in Anführungszeichen. Das heißt, ich rufe hier einmal meinen Browser wieder auf mit einem neuen Tab. Das heißt, wenn wir mal gucken, Amazon müsste ja auf der Whitelist stehen, obwohl Shopping geblockt ist, weil es als Zeitverschwendung eigentlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt auf www.amazon.de gehe, dann komme ich auch auf Amazon und könnte jetzt hier mein Shopping betreiben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Seite gehe, die jetzt zum Beispiel geblockt würde, dann sehe das wie folgt aus. Zum Beispiel Golem stand auf unserer Blacklist. www.golem. Das ist ein W zu wenig. Dann bekommen wir hier nämlich unsere Blocklist angezeigt, die wir auch gerade quasi da eingetragen haben. Wie gesagt, kann mit HTML noch sehr, sehr, sehr viel schöner gemacht werden. Aber wir bekommen hier als Kunde bzw. als User angezeigt, ah, okay, da wurde irgendwas geblockt. Hat zwar einen Score von 96, aber bitte sich bei Ihrem MSP-Partner wenden. Genau, das heißt, das ist das, was der Kunde sieht. Hier unten unter der Web Protection kann man einfach mal die Informationen auch noch aufrufen. Und das ist ja quasi unsere also Web Protection, wie wir zu erreichen sind. Wenn wir aber einen Doppelklick drauf machen, sehen wir auch quasi schon mal eine Übersicht von den Seiten, die das versucht wurden, das letzte Mal aufzurufen, zum Beispiel halt Amazon und Golem. Ich denke mal für den Kunden eher relativ uninteressant. Aber interessanter wird es dann, wie es dann im Management aussieht. Das heißt, hier im Dashboard habe ich jetzt auch zusätzlich den Reiter Web bekommen. Und ich sehe schon hier eine Übersicht für meinen Tag, für meine Webseiten vom zum Beispiel vom 26. Das ist heute. Ich hätte zum Beispiel 8 Blogaufrufe gehabt, davon ungefähr
7 Megabyte heruntergeladen, aber insgesamt 15.000 Pakete zum Beispiel hin und her geschickt. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel sehen, wie die Auslastung in den letzten Tagen gewesen waren. Ich kann sehen, welche Webseiten auch gerufen wurden. Hier Mozilla, Google, Amazon. Das kann ich mir alles auswerten. Ich kann sehen, welche Kategorien genutzt wurden für diesen Client. Und ich kann das auch in eine CSV-Datei quasi exportieren, um mir das zum Beispiel hinterher in einem Excel-Dokument mir schön anzeigen zu lassen. Genau. Und somit kann ich dann halt hergehen und meine Web Protection für alle meine Kunden, für alle Clients halt so auszuräumen, wie es halt deren Wünsche ist, beziehungsweise wie ich es deren Kunden halt oder wie ich es ihnen halt quasi anbieten möchte und kann halt verschiedene Policies anrichten und dann einrichten und damit dann ausrollen.